Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Oculi, auf Deutsch Augen, so heißt der Sonntag dieser Woche. Gottes Augen sind auf uns gerichtet. Er schaut uns ganz liebevoll an. Das tut gut. Und wir, worauf schauen wir? Zurück auf die unbeschwerten Zeiten, in denen wir gemeinsam feiern konnten und Corona nur als Biersorte kannten? Auf ein anstrengendes Corona-Jahr, in dem unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde? Oder schauen wir nach vorn, auf einen wohl längeren Weg heraus aus der Krise mit all den Herausforderungen, die dabei noch vor uns liegen? Schon weit nach vorn, auf die Zeiten, in denen wir irgendwann unsere Freunde einfach wieder ganz unbeschwert in den Arm nehmen können? Jesus empfiehlt, schau nicht zurück, wenn du Neues gestaltest. Schau auf das, was vor dir liegt. Oder im O-Ton, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Immer nur zurückzublicken, in dem, was war, festzustecken, das kann nicht gut gehen. Ein ganzes Corona-Jahr lang haben wir auf das geschaut, was in uns liegt, und dabei einen großen Reichtum an Ideen, Träumen und Begabungen entdeckt. Vielleicht haben wir uns und andere damit immer wieder selbst überrascht. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. So beschrieb das Henry Stanley Haskins. Oculi, wohin schaue ich? Zurück? Nach innen? Nach vorn? Und mit was für einem Blick gehe ich dabei durchs Leben? Voller Zuversicht und Optimismus, frei nach Pippi Langstrumpf. Das haben wir noch nie probiert, deshalb klappt es bestimmt. Oder eher pessimistisch. Das sieht man doch gleich, dass das nichts wird. Begegnen wir allem eher mit Zweifeln. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Oder mit grenzenlosem Selbstvertrauen. Klar, einen Doppelmarathon schaffe ich locker. Sie merken schon, jeder von uns bringt mindestens einen Sehfehler mit. Ich bin kurzsichtig. Ohne meine Brille sehe ich alles, was weiter weg ist, etwas verschwommen. Auf die Ferne kann ich andere nicht mal wiedererkennen. Wie gut, dass es Optiker gibt und ich meine Brille habe. Wenn ich darüber nachdenke, ist das doch die Lösung. Da muss ich jetzt sofort mal hin, zum himmlischen Optiker. Das sind ganz besondere Brillen hier. Die müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Die hier vielleicht, Modell Zuversicht, die können wir jetzt ganz gut brauchen. Hey, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Wir haben Impfstoff, mehrere sogar. Und das mit den Mutationen werden wir langfristig auch noch in den Griff kriegen. Und was ist das für eine Brille? Ach so, Marke Barmherzigkeit. Es ist doch nicht so schlimm, wenn es in der Wohnung überall aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Eigentlich ist es doch enorm, was wir alles leisten jetzt mit all dem Homeschooling und Homeoffice. Da ist es doch viel wichtiger, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Ich glaube, die behalte ich. Ach, da ist ja noch eine ganz besondere Brille. Modell Demut. Da wüsste ich schon einige, die die echt gut brauchen könnten. Den Splitter im Auge des anderen siehst du ganz gut. Und was ist mit dem Balken in deinem Auge? Was meinst du, Gabriel? Mit dem Splitter im Auge des anderen? Ich soll den Balken in meinem Auge nicht vergessen? Du
Du hast ja recht. Alles, was ich kann, ist mir von Gott geschenkt. Da brauche ich mir echt nichts drauf einbilden. Oh, die Brille, die sieht aber toll aus. Mensch, das ist ja alles ganz anders. Der wirkt nur so kühl und distanziert, aber innen drin ist der ein total lieber Mensch. Ach so, da steht's ja. Sonderedition 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Was wäre eigentlich Ihr richtiges Modell? Oder gibt es da mehrere? Ich habe gemerkt, die Brillen, die ich mir nicht selbst ausgesucht hätte, die haben mir oft am besten getan. Vielleicht lassen Sie sich hier mal beraten beim himmlischen Optiker. Die Erzengel Michael und Gabriel nehmen sich gerne für Sie Zeit. Oder auch das Bodenpersonal hier bei uns. Probieren Sie es einfach mal aus. Tut gut und weitet den Blick. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.